Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Staats- und Regierungschefs der EU beraten in Brüssel auf ihrem ersten Sondergipfel in diesem Jahr über Wege aus der Schuldenkrise. Dabei geht es diesmal auch um die Frage, wie den Krisenstaaten der Eurozone mit Investitionen geholfen werden kann. Außerdem wird über Details des Fiskalpaktes diskutiert. Das Regelwerk soll die Regierungen zu mehr Haushaltsdisziplin verpflichten. Den Streikenden des öffentlichen Dienstes kam der EU-Gipfel gerade recht. Ohne die Gewerkschaften in ihre Sparpläne einzubeziehen, hatte die neue belgische Regierung den Arbeitnehmern, wie andernorts auch, Renten- und Lohnkürzungen verordnet. Die Streikenden hofften also auf ein Signal des Gipfels, mehr für Europas Wachstum und Beschäftigung zu tun und weniger zu sparen. Auf den Flughäfen blieben die Reisenden meist am Boden. Die Maschinen der EU-Staats- und Regierungschefs mussten für den Gipfel auf einen Militärflughafen ausweichen. Der belgische Generalstreik für den neu gewählten Präsidenten des EU-Parlaments ist ja ein weiteres Warnsignal, dass Europas Schuldenstaaten nicht mehr aus der Krise finden. Die einseitige Kürzung von Haushalten ist falsch. Wir brauchen Investitionen in Wachstum und Beschäftigung. Unmittelbar vor dem Gipfel traf sich eine Dreiergruppe um Bundeskanzlerin Merkel. Sie beriet darüber, wie die Schuldenländer aus der Abwärtsspirale von Sparmaßnahmen und wachsender Arbeitslosigkeit entkommen können. Deutschland ist ganz fest entschlossen, alles zu tun, damit gerade die Jugendarbeitslosigkeit in einigen Ländern runtergeht, die dort sehr hoch ist. Und wir werden überlegen, wie wir die europäischen Mittel besser verwenden können, damit kleine und mittlere Unternehmen eine Chance haben. Ob der Gipfel hier über reine Absichtserklärungen hinausgehen wird, bleibt abzuwarten. Zu einem Ergebnis wollen die Staats- und Regierungschefs dagegen beim Fiskalpakt kommen, und zwar möglichst einheitlich. Deutschland, die Niederlande und Finnland bestehen auf einer verbindlichen Schuldenbremse à la Merkel. Wir sollten uns auf Maßnahmen konzentrieren, die die Haushaltsdefizite herunterbringen, sagt der finnische Ministerpräsident. Denn wir haben in Europa vor allem eine Vertrauenskrise. Die von Angela Merkel angestrebte Verankerung der Schuldenbremse in den Verfassungen wird nicht in allen Ländern durchzusetzen sein, etwa weil Volksabstimmungen drohen, die man vermeiden will. Griechenlands Ministerpräsident Papademos musste einen Dämpfer einstecken. Aus Deutschland kam der Vorschlag, ihm einen Sparkommissar vorzusetzen. Doch so weit wollen es die EU-Partner nicht kommen lassen. Einen Kommissar extra für ein Land einzusetzen, halte ich für keine gute Idee. Da ist mir lieber, wenn die Kommission so vorgeht wie bei allen Programmländern, streng kontrolliert. Noch ist die Gipfelbilanz mager. Allein Belgiens Gewerkschaften zeigten sich zufrieden, das öffentliche Leben für einen Tag stillgelegt zu haben. Besonders Deutschland drängt auf den Fiskalpakt. Großbritannien lehnt ihn strikt ab. Andere EU-Länder überlegen noch hier die Pläne im Einzelnen. Der Fiskalpakt soll die Euro-Länder zu mehr Haushaltsdisziplin zwingen. Nur wer den Vertrag ratifiziert, bekommt im Notfall Geld aus dem dauerhaften Euro-Rettungsfonds ESM. Die wichtigsten Regeln. Um die Haushalte in Ordnung zu bringen, verpflichten sich alle Teilnehmer, eine Schuldenbremse verbindlich in nationales Recht aufzunehmen, bestenfalls in die Verfassung. Sie unterwerfen sich einem strengen Defizitverfahren. Bei einem Verstoß könnte eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof und folgend eine Geldbuße drohen. Und die Länder stimmen zukünftig ihre Wirtschaftspolitik untereinander ab. Bislang sind es die 17 Euro-Länder, die verbindlich mitmachen. Die anderen 10 EU-Länder können, müssen aber nicht. Ein klares No gibt es bereits aus England. Selbst in einigen Euro-Ländern wie Irland oder Dänemark wird es schwer, die Schuldenbremse in den Verfassungen zu verankern. Volksbefragungen könnten dies verhindern. Außerdem will das Europäische Parlament ein formelles Mitspracherecht beim Fiskalpakt. Das ist bislang nicht vorgesehen. Zum aktuellen Stand beim EU-Gipfel jetzt Rolf-Dieter Krause, live aus Brüssel. Auch dieser Gipfel wird länger dauern als erwartet. Die Staats- und Regierungschefs, so heißt es, haben sich sehr lange darüber unterhalten, wie sie das Wachstum in Europa wieder fördern können. Erst danach geht es an den Fiskalpakt, mit dem Europa Vertrauen zurückgewinnen will. Das Vertrauen nämlich, dass es seine Schulden
im Griff halten will. Das stand zwar auch schon so ähnlich im Maastrichter Vertrag und im Stabilitätspakt. In der Praxis wird sich also zeigen müssen, ob sich die Länder an den Fiskalpakt dann wirklich halten. Das eigentliche große Sorgenthema Griechenland spielt offiziell hier keine Rolle. Die Sorgen sind groß. Es zeigt sich immer mehr, dass die Ziele der Politik verfehlt werden. Die griechische Regierung wird dabei gar nicht mal schuldig gesprochen. Ihre Entscheidungen seien weitgehend gut. Aber der Beamtenapparat in Griechenland setze viele der Beschlüsse nicht um, teilweise weil er nicht kann, teilweise weil er nicht will. In jedem Fall muss Europa seine Griechenlandpolitik gründlich überdenken. Aber dafür fehlen zum Teil noch die faktischen Grundlagen, etwa der Bericht der berühmten Troika. Ein Gipfel in den nächsten Tagen zu Griechenland sei allerdings nicht ausgeschlossen, schon in der kommenden Woche oder in der dieser Woche. Man wird es sehen. Er steht jedenfalls auf der Tagesordnung. Damit zurück nach Hamburg. Der französische Staatschef Sarkozy hat knapp 3 Monate vor der Präsidentschaftswahl eine Steuer auf Finanzgeschäfte angekündigt. Sarkozy will auf bestimmte Papiere, die in Frankreich ausgegeben werden, von August an eine Abgabe von 0,1% erheben. Das erklärte er gestern Abend im französischen Fernsehen. Damit prescht Paris vor. In der EU wird seit längerem über eine ähnliche Steuer diskutiert. Die Euro-Schuldenkrise war auch Thema bei der Klausur der SPD-Spitze in Potsdam. Parteichef Gabriel und Generalsekretärin Nahles forderten Kanzlerin Merkel auf, dem französischen Beispiel einer Steuer auf Finanzgeschäfte zu folgen. Diese Abgabe sei auch nötig, um das Wachstum wieder anzukurbeln. Zum Abschluss der Klausur stellte die Parteiführung klar, Ziel bei der Bundestagswahl 2013 sei eine Koalition mit den Grünen. In der SPD wird fleißig gewerkelt, nicht nur an der neuen rosa-roten Werbewand, sondern auch am Programm für die nächste Bundestagswahl. Mehr Profil will der SPD-Chef seiner Partei geben mit traditionell sozialdemokratischen Themen, soziale Gerechtigkeit, Mindestlohn und Solidarität. Wir müssen das Jahr 2012 zum Jahr der fairen Löhne machen und zum Jahr der höheren Löhne. Wir werden eine konjunkturelle Entwicklung haben, bei der die Binnennachfrage immer mehr an Bedeutung gewinnt. Finanz- und Wirtschaftsexperten diskutieren am zweiten Klausurtag mit der Parteispitze. Thema natürlich auch die Euro-Krise. Eine Börsenumsatzsteuer müsse endlich kommen, fordern die Genossen, gerade nach dem Vorstoß des französischen Präsidenten. Gestern hat Präsident Sarkozy erklärt, dass Frankreich hier auch bereit ist, vorzugehen und sich dann natürlich stützen möchte auf die, die bereit sind dazu, das zu machen. Und er setzt natürlich auf Deutschland. Die SPD will zurück zur Macht. Doch ob es für Rot-Grün reichen wird, ist keineswegs ausgemacht. Eine Neuauflage der Großen Koalition wollen die Genossen nicht ausschließen, aber wenn möglich vermeiden. Wir arbeiten daran, dass unsere Ziele uns gelingen. Und dieses Gerede, wir wollten eine große Koalition, das ist nun wirklich Unsinn. Sehnsucht in der SPD nach großer Koalition hat niemand. Die Parteiklausur ist beendet, die Arbeit fängt an. Jetzt will die SPD bei den Landtagswahlen im Saarland und in Schleswig-Holstein Punkte sammeln. Sigmar Gabriel will das SPD-Traditionsthema soziale Gerechtigkeit stärker in den Mittelpunkt rücken. Mehr Geld für Leiharbeiter, Fesseln für die Finanzmärkte und höhere Steuern für Topverdiener. So versucht die Partei, sich klar genug abzugrenzen von der CDU, der Mitte-Kanzlerin Merkel. Bundespräsident Wulff ist erneut wegen früherer Verbindungen zu dem Osnabrücker Unternehmer Gierkens in die Kritik geraten. Der ehemalige niedersächsische Ministerpräsident soll stärkere geschäftliche Beziehungen zu Gierkens gehabt haben als bisher bekannt. Nach Informationen von tagesschau.de war Gierkens Mandant und Vermieter der Kanzlei, für die Wulff jahrelang als Anwalt tätig war. Der Anwalt des Bundespräsidenten Leer stellte dazu klar, Wulff habe seine anwaltlichen Tätigkeiten bereits 1994 abgeschlossen. Ausführliche Informationen über die Verbindungen Wulffs zu Gierkens finden Sie im Internet auf tagesschau.de. CSU-Generalsekretär Dobrindt ist mit seinem Ruf nach einem Verbot der Linkspartei auf breite Kritik gestoßen. Auch Bundesinnenminister Friedrich und CSU-Landesgruppenchefin Hasselfeld distanzierten sich von dem Vorstoß. Dobrindts Forderung, alle Abgeordneten der Linkspartei vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen, stieß ebenfalls auf Widerspruch. Der parlamentarische Geschäftsführer der Grünen-Fraktion Beck unterstellte Dobrindt einen antidemokratischen Geist. Der Vorsitzende der Linkspartei Ernst sprach von Äußerungen eines, so wörtlich, politischen Quartalsirren.
Nach Beginn der Abrissarbeiten am Südflügel des Stuttgarter Hauptbahnhofs sind wieder tausende Stuttgart 21-Gegner auf die Straße gegangen. Zuvor hatte der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim einen Eilantrag gegen den Abriss abgelehnt. In den kommenden zwei Monaten soll der Südflügel nun komplett abgetragen werden, um Platz für den umstrittenen Tiefbahnhof zu machen. Nach Angaben der Bahn werden in nächster Zeit dafür auch die Bäume im angrenzenden Schlossgarten gefällt oder umgesetzt. Die insolvente Drogeriekette Schlecker soll gerettet werden, wenn auch mit Einschnitten. Die Tochter des Firmengründers, Maike Schlecker, kündigt heute an, das Unternehmen solle weitergeführt werden. Von den mehr als 30.000 Arbeitsplätzen wolle ihre Familie so viele wie möglich erhalten. Einige hundert unprofitable Standorte der gut 6.000 Filialen will die Familie allerdings schließen. Es ist die Tochter des Firmengründers, die für die Familie spricht. Und es ist die erste Pressekonferenz des Unternehmens Schlecker seit 22 Jahren. Eine sichtlich ungewohnte Situation für Maike Schlecker, die vor allem eine Botschaft mitbringt. Es wurde ja immer gesagt, meine Familie würde auf Milliarden sitzen. Oder wir hätten hunderte von Millionen auf die Seite geschafft, die die Restrukturierung des Unternehmens hätten stützen können. Das ist falsch. Meine Familie hat in den letzten Jahren dreistellige Millionenbeträge in das Unternehmen eingelegt, aber es ist kein signifikantes Vermögen mehr da, das dem Unternehmen hätte helfen können. Die Arbeitsplätze bei Schlecker mit neuem Geld der eigenen Familie zu retten, diese Forderung der Gewerkschaft Verdi liefe ins Leere, sollte das Familienvermögen tatsächlich aufgebraucht sein. Doch die Gewerkschaft zweifelt noch. Glauben in Kapitalfragen ist nicht aus meiner Sicht die richtige Herangehensweise. Hier geht es um Wissen, um Erkennen, um Transparenz, um Prüfen der wirtschaftlichen Daten und danach wird entschieden, wie der weitere Weg ist. Einen möglichen Weg hat der Insolvenzverwalter heute skizziert. Der Einstieg von Investoren sei nicht ausgeschlossen, aber auch im Unternehmen gäbe es noch Substanz. Die Läden würden inzwischen wieder von den großen Herstellern beliefert. An der Stelle möchte ich sagen, dass die Lieferanten selbst, die Industrie, bei allen Gesprächen, die ich persönlich führen durfte, mir sehr stark zu verstehen gab, dass die Industrie ein großes Interesse an dem Fortbestand der Drogeriemarktkette Schlecker hat. Die Löhne der Beschäftigten sind vorerst gesichert über das sogenannte Insolvenzgeld, das die Agentur für Arbeit bis Ende März ausbezahlt. Russland hat sich als Vermittler im Syrien-Konflikt angeboten. Die Regierung in Damaskus habe Gesprächen bereits zugestimmt. Ein führender Vertreter der syrischen Opposition sagte hingegen, es liege keine formelle Einladung vor. Zudem lehne man Gespräche mit Präsident Assad ab. Russland unterhält enge Kontakte zu Syrien und liefert auch Waffen in das Land. Eine Verurteilung der Regierung im UN-Sicherheitsrat hat Moskau bislang verhindert, auch weil der entsprechende Resolutionsentwurf ein Waffenembargo vorsieht. Rund um die Hauptstadt Damaskus haben sich heute Regierungstruppen und bewaffnete Oppositionelle erneut Gefechte geliefert. Nach Angaben von Gegnern des Assad-Regimes sollen dabei mindestens 27 Zivilisten getötet worden sein. Amateuraufnahmen aus dem Großraum Damaskus zeigen vorrückende Panzer der Regierungstruppen. Auch aus der Oppositionshochburg Homs werden wieder Kämpfe gemeldet. Dabei sollen 17 Menschen ums Leben gekommen sein. Nahe der Grenze zum Libanon wurde eine Gasleitung gesprengt. Staatsmedien machten Terroristen für den Anschlag verantwortlich. In der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba ist heute der Gipfel der Afrikanischen Union zu Ende gegangen. Die mehr als 30 Regierungschefs der Staatengemeinschaft hatten sich erstmals seit dem Tod des einstigen libyschen Machthabers Gaddafi getroffen. Im Mittelpunkt standen Gespräche über den innerafrikanischen Handel und die Krisenregionen des Kontinents. Die Afrikanische Union konnte sich erstmals seit ihrem Bestehen nicht auf einen neuen Kommissionspräsidenten einigen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 31. Januar. Ein kleines Tief über Frankreich bringt dem Westen und Süden Deutschlands noch Wolken und stellenweise etwas Schnee. Das Hoch über Russland lenkt dagegen trockene Kaltluft heran und so wird es in den nächsten Tagen verbreitet frostig, aber auch sonnig. Von der Eifel bis zum Allgäu fällt heute Nacht gebietsweise etwas Schnee. Richtung Norden und Osten ist es teils leicht bewölkt, teils klar. Morgen ziehen sich die Wolken immer weiter nach Süden zurück. Besonders in Baden-Württemberg schneit es stellenweise noch. Ansonsten zeigt sich, neben ein paar Wolkenfeldern verbreitet die Sonne.
Der Ostwind weht schwach bis mäßig, im Norden mitunter frisch, an der Küste sowie auf den Bergen vereinzelt Sturmböen. In der Osthälfte heute Nacht teilweise strenger Frost, aber auch Richtung Westen überall Minusgrade. Morgen Temperaturen von minus 7 Grad in Thüringen bis plus 1 Grad am Oberrhein. Unter Hochdruckeinfluss scheint weiterhin häufig die Sonne. Dennoch gibt es tagsüber verbreitet Minusgrade, im Osten auch zweistellig. Dazu wird es teilweise windig. Ein paar Schneeschauer gibt es vor allem in Küsten- und Alpennähe. Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Karin Mioska. Darin Eurogipfel, warum Deutschland zurückrudern musste und wie weiter mit Schlecker, Spurensuche auf der Schwäbischen Alb.